So, willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute Bias für dich. Let's start the game. Ist die Kontaktlinse rausgefallen oder was? Okay, wir stehen auf. Schnaken am Boden. Und doch hier muss ich direkt sagen, der Filter gefällt mir sehr gut. Irgendwie. Sieht sehr gut aus. Ich kann schon mal nicht rennen. Okay, hier über so Kakerlaken. Eine Ecke für, Alter, es ist. Die Steuerung ist ultra träge. Aber ich. Schön, fass die Tür an und die geht auf. Das ist ja geil. Also wahrscheinlich spielt das, also kann ich rennen, ne, irgendwie. Und ich denke, dass das Spiel tatsächlich auch damit so ein bisschen spielt, irgendwie, dass wir uns halt nur sehr langsam bewegen können. Aber es hat schon so ein bisschen sowas von Found Footage irgendwie, ne, so vom Filter. Besse, doko ni ittan da? Oh, geil, Alter. Japanischer Original-Synchro. Oh, geil, Alter. Sono ko ya na yoshi de. Anakane-sara, so ne yurira kero. Also, großartig. Steg drauf. Füg gleich. Laufen einfach weiter runter. So mit der flackernden Taschenlampe. Ist schon nice. Gefällt mir. So, Radio. Was ist denn hier für ein Radio, Alter? Super Radio. 2000. Das sind die Besten. Das sind die Besten. So. Okay, kommst nirgendwo großartig herein. Sag mir, okay, das ist so ein Petit-Flur oder was? Was denn? Kann ich auch? Ja, das ist, okay, alles klar. Wir wandern anscheinend immer durch den gleichen Flur. Ah, so, das ist mies. Hm. Oh, okay. Sehr gut, das ist ja deine Tür. Irgendwas. Kann einer von euch Japanisch? Kann das mal einer irgendwie übersetzen? So eine Kollegin und ist ja da ja dann wieder so eine Kollegin und ist ja da. Okay. Ja, ich So, also Leute, die so diese PT-Genre mögen, irgendwie, es ist tatsächlich so, den muss man jetzt hier nicht mit erklären, irgendwie, die nicht kennen, du durchwanderst immer das gleiche, immer wieder das gleiche, den gleichen Abschnitt irgendwie ist. Du hast minimale Veränderung irgendwie und das treibt dann irgendwann, Alter, was ist das denn? 1102. Und das treibt dann irgendwann halt den Plot voran. Ja, weil irgendwie. Oh. Seht ihr das? Ach du Schande, Alter. Aber was noch schlimmer ist, Alter, wie kann man denn hier ein Bild hinhängen? Also manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Also, das macht man einfach nicht. Kann ich da jetzt drauf zulaufen oder was? Wahrscheinlich sagt er mir im Japanischen, was ich tun soll, aber. Oh, braucht noch einer einen schönen Röhrenfernseher? Röhren-TV? Röhrenmonitor? Wunderbar. Schön.
Hat sich schon krass aus, diese Zittern. Heftig. Heftig. Also das Spiel ist, wirkt tatsächlich echt fies irgendwie. Passiert jetzt erstmal nicht viel, aber das, was passiert, hat seinen Effekt. Schön. Was war das vorhin für eine Zahl? 1502? 1102. Aha, okay. So, ist schon, ich hab schon. Smashe schon Steuerung die ganze Zeit durch. Quatsch, Shift. Er rennt nicht. He can't run. Genau, 1102, vielen Dank, ihr Lieben. Na, lebensbejahende Kunst, wunderbar, schön, gefällt mir sehr gut. So, tatsächlich habe ich noch keinen Plan, irgendwie, was dieses Spiel gerade von mir will, irgendwie. Es gibt mir einen Flur, bei dem kann ich gerade auslaufen. Das ist jetzt erstmal per se irgendwie normal für PTSG Games. Aber so englische Untertitel wären nice. Weil letztendlich kann der dir auch jetzt gerade was vom Wochenendeinkauf erzählt haben. Irgendwie, das ist. Er wird es nicht tun, aber er wird es nicht getan haben, aber er könnte sein, irgendwie. Ja, das meine ich, ne? Du hast halt minimale Veränderungen jedes Mal. Ach du Schande. Überall Schränke, Alter. Okay. Oh Mann. Bis jetzt habe ich gar keine Ahnung, was dieses Spiel mir jetzt gerade vermitteln möchte. So plottechnisch. So, ist das gar nichts oder was? Kann ich mit dem Radio interagieren? Nein. Nichts. Die Tür hier vielleicht. Okay, was war das jetzt gerade? 1102. Könnte auch der 11.2. sein. Wie, sind, wie zählen die Japaner? Zählen die Japaner verkehrt rum? Also quasi Monat vor Tag? Oder wie wir, Tag vor Monat? Okay, also könnte quasi der 11. Fuck. Der 11. Könnte also der 11. Februar sein. Ja. Vielleicht der Tag, an dem sich beide kennengelernt haben. Oder vielleicht ist es doch bloß das Foto, was schon im Rahmen drin ist, irgendwie. Das kann ja auch sein. So, okay, aber wir haben eine Veränderung. Wir haben eine Veränderung. Jetzt ist alles irgendwie rot. Okay, wir haben jetzt einen Schrank jetzt da vorne, ne? Der war vorhin nicht da. Wow, okay. 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 Würde mich gerne verstecken können. Irgendwie kann ich die Taschen. Ich kann auch die Taschenlampe nicht ausmachen. Die Frage ist, wohin kann ich? So, da vorne kommt sie. Kann ich einfach weggucken? Mir passiert nichts. Ich mich einfach um. Ah, okay, das funktioniert auch nicht.
Okay, das Problem ist, er kann nicht weiter vorrennen. Aber ich bin langsam. Er bewegt sich halt nicht schnell. Er, sie. Was ist, wenn ich jetzt hier einfach zurücklaufe? Oh, okay. Alter. Ich komme nicht mehr rückwärts raus. Das heißt, die Tür ist zu. Boah, Alter, ist das ein Stressspiel. Echt, sie haben mir meine Taschenlampe jetzt weggenommen? Oh. So, ist jetzt damit quasi dieser Kreis durchbrochen? Kann ich jetzt geradeaus weiterlaufen, ohne angegriffen zu werden? Oder muss ich tatsächlich nach hier wieder weiterlaufen irgendwie? Muss ich wieder zurückgehen? Das Problem hat sich ja, die Frage hat sich wahrscheinlich schon erledigt. Yay! Vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, irgendwie, japanischer Horror ist echt nochmal eine ganz andere Nummer irgendwie. Weil die ja selten wirklich auf Jumpscares abzielen. Okay, aber das Vieh scheint nicht mehr zu kommen. Sondern das ist eher so ein schleichender Horror. Du siehst den Horror irgendwie. Und der kommt langsam auf dich zu irgendwie. Und du kannst es einfach so unausweichlich irgendwie. Und das macht das so übel, diesen asiatischen Horror, besser gesagt. Speziell wirklich der japanische, der ist halt schon echt krass irgendwie. Oh, okay. Bis jetzt bin ich noch nie so weit gelaufen. Klingt komisch. Ist aber so. Was ist das hier, ein Kopierer? Tja, ach, der scheiß Monitor hier. Was soll das? So, schreibt mir noch jetzt bitte mal in die Kommentare, bei dem ihr denkt, irgendwie da geht die Story hin. Macht's mal bitte, irgendwie. Einfach mal ins Blaue schießen, irgendwie, worum geht's? Und nachher, guck. Oh nein, Alter. Ist wieder Geist? Ich muss mich verabschieden. Man sieht sich am Sonntag. Jojo, mach's gut! Ah, Freitag kann ich leider nicht. Schade. Aber dennoch, habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. So fies zu sagen, so am Wochenende, am Montag so. Habt ein schönes Wochenende. Muss noch so lange hin. Nacht die Nacht. Mach's gut! Okay. Ach komm, Alter. So. Ich würde mal vorsichtig, ich gehe mal nach hier. Wa? Da wo Lampe ist, da wo Licht ist, das kann gut sein. Tja, 1102. Was will man sagen damit irgendwie? Irgendwie ärgere ich mich, dass ich kein Japanisch kann. Irgendwie dann hätte man vielleicht die Radiogeschichte irgendwie verstehen können. Wird jetzt grundsätzlich kein Ärgernis irgendwie, dass man kein Japanisch kann, weil so Japanisch an sich eigentlich eine mega geile Sprache ist und ich Japanisch gerne sprechen wollen würde. Radiowecker?
Was war denn das gerade? Was war denn das gerade, bitte? Alter, was für eine bizarre Scheiße. Wirklich. Mann, Leute. Wieso denn? Wie so eine Motte fliegt man Richtung Licht, ey. Das ist doch... Japan, ein Paradies für Spiele. Nur mit Englisch kommt man da nicht weit. Ja, absolut. Obwohl es ja jetzt schon echt wirklich gute Apps gibt, irgendwie, die du so halbwegs übersetzen können, irgendwie, aber du bist halt trotzdem am Arsch. Irgendwie. Sobald du da nicht irgendwie ansatzweise die Sprache verstehst. Meistens ist es ja tatsächlich so, dass das Verstehen ja leichter ist als das Sprechen. Aber so, dass du dich wenigstens mit dem wenigsten irgendwie oder dem minimalsten irgendwie mitteilen kannst. Weil wenn du jetzt halt nicht gerade im totalen Herzen von Tokio bist, irgendwie, ist das eher alles ein bisschen traditioneller da. Dann kommst du halt eigentlich, ja, wie Dave gerade sagt, mit Englisch nicht weit. Finde Worte. Okay. Finde Worte. Was zur Hölle? Was? Wie? Was? Finde Worte. Stehen irgendwie auf den Schrank, Rücken, hinten Worte drauf oder was? Alter, wenn ich so schleichen würde, ja? Na, eigentlich, finde Worte. Damit wäre doch eigentlich, könnte man nur sagen, ein Buch gemeint, oder? Wo kommt denn das jetzt her? Unangenehm. Wirklich unangenehm. Hier ist noch einer offen. Okay, also hinten in der Ecke ist eine Tür. Find words. Keine Ahnung, was für Worte gemeint sein können irgendwie. Also man hat ja auch keinen Anhaltspunkt. Man hat ja auch einfach... eine Tasse, schön. Nee, Farbtop, der offene... schön. Der blaue Lacktop. Man hat ja auch keinen Anhaltspunkt irgendwie. Nur, dass hier einer wirklich echt eine Macke hat und ein Spiel programmiert hat. Und hier wird immer... diese kleine Schreckliche tatsächlich, wenn ich die Kindergeschrei höre. Okay, wir kommen auch nicht wieder zurück. Das ist auch so, das ist so ein richtig liebes Bianet-Bild, ey. Er sagt doch auch so... Da, ich muss es haben. Okay, die Bilder sind jetzt spiegelverkehrt irgendwie. Also halt über Kreuz angebracht. Oh. Nein. Nein, nicht doch Mannequins, Alter. Oh, bitte nicht, Alter. So, bitte lass das einzige Wort gewesen sein, weil viel mehr finde ich hier, glaube ich, nicht. Oh. Zwei übrig. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Ich hab hier gerade mal mit Ach und Krach 1 gefunden. So, waren das Test-Crash-Dummy? Test-Crash-Dummies? Meine Güte, Alter. Das ist für ein schweres Wort hier, ey. Haben wir einen Autounfall gehabt? Ist dabei unser Baby gestorben? Unsere Frau? Ist wieder dabei gestorben? Weil das sieht mir auch nicht mehr so nach der richtigen Welt aus. So. Wo kann denn jetzt bitte noch das nächste Wort sein?
Ich denke, das Babyschrei sagt uns, wo das war. Oh, Alter, ist doch... Nein. Also ich muss sagen, das Spiel kommt echt langsam aus der Pusche, aber jetzt... Aber hallo, Alter. Aber hallo. Oh. War das mies, ey. So, dann schauen wir nochmal, wo das nächste Babyschrei ist. Oh, ey. Ganz fies. Ganz fies. Oh. Ja, wie gesagt, gerne würde souverän sein und würde einfach sagen, so, oh, das hat mich überhaupt jetzt nicht erschrocken. Aber es kriegt mich jedes Mal irgendwie. Ich weiß auch ja nicht, warum ich so anfällig bin, irgendwie, für diese Jumpscares irgendwie. Ach, das ist das nächste Wort. Benny zum Beispiel, Bennys Reaktion bei Jumpscares. Das war's. Der Typ ist halt einfach Stone Cold Motherfucker, Alter. Und ich fall dir fast vom Stuhl um. Reiß doch hier den Greenscreen mit. Happy. Aber die scheinen ein Mann zu sein, so wie wir aussehen. Bioshelper, fatal. Okay. War das jetzt das Ende von Bios? Wie ist es noch nicht zu Ende gewesen? Eins, eins, null, zwei. Und wir sind wieder in dem Hauptraum. Alter. Also, das ist ja mal ein freaky Spieldesign, ey. Das Konzept ist ja abgedreht. Er hat uns wirklich jetzt rausgeschmissen, tatsächlich. Und ich habe jetzt aufs Spiel halt nochmal raufgeklickt, um es neu zu starten. Und du musstest dieses Passwort eingeben. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Tür offen ist, weil wir haben drei Worte gefunden. Ja. Und die Tür ist offen. Okay, dann die Bilder. Wer sind die zwei? Okay, was haben wir denn hier? Gehirne. Okay, so ein bisschen wie so ein Labyrinth jetzt gemacht. Also ich denke immer noch, dass sie eventuell halt ein Kind verloren haben. Scheiße. Oh Gott. Um Gottes Willen, ey. Ziehen.
das lieblose Auge. Schatz, bist du es? Schatz, geht's dir nicht gut? Ach du Scheiße. Also, ich glaube, wenn wir der Mann sind, geht's unserer Frau nicht ganz so gut. Bias. Okay. Das war natürlich mal ein Ende. Ne? Schön. Ja, krass interessantes Spielkonzept irgendwie. Ne? Dass du halt wirklich, du wirst aus dem Spiel rausgeschmissen. Und das, ja, dir sagt keiner, dass er danach wieder weitergeht. Ne? Also, sagst du alle klar, ja, rausgeschmissen, komisches Ende. Hm. Aber dass du tatsächlich das Spiel nochmal starten musst und dadurch quasi erst das Spiel weitergeht. Das ist schon krass. Ja, storytechnisch könnte man jetzt tatsächlich nicht so viel sagen, ne? Irgendwie, das ist halt. Ich weiß nicht, irgendwie, wahrscheinlich. Ich kann jetzt nur mutmaßen, ich glaube, man hat halt tatsächlich ein Kind verloren, irgendwie. Oder man ist selber gestorben. Ansonsten hat man jetzt natürlich aufgrund des Japanischen nie so viel mitgekriegt. Na. Naja. Okay, es geht noch weiter. Okay. Sind wir im Krankenhaus? Haben wir doch einen Unfall? Stehst du da in Hotpants irgendwie? In Jeans Hotpants? Oi, kikoeru ka? Yokatta. Yatto mezameta ka? Ja, ich bin wach. Grüß dich. Shinpakusu mondai nashi. Bias no suuchi wa zero. Mou shinpai nai wa. Na klar. Koko wa kimi wa dare da? Ore wa Otto. 記憶が曖昧なようだな。仕方ない。 Alter, warum sieht der aus, als wäre er gerade irgendwie durch den Kram gerobbt ist? 閉じこもってた。何の話だ?それに聞き覚えがあるぞ、君の声。混乱するのもわかる。 俺のプログラムで君をこっちの世界へたどり着けるようにした。おめでとう。君は目覚めたんだ。 Boah, das ist ja mal creepy, ey. Gottes Willen. Okay, wir sind also Teil eines Klonungsprogramms. Krass. Krass. Ja, Leute, das war Bias. Okay. Hey, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, würdet mich sehr freuen oder uns freuen, wenn ihr den Kanal unterstützt und ein Abo dalasst. Aktiviert die Glocke, dann wisst ihr, wann neue Videos kommen. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn wir euch beim nächsten Projekt wieder begrüßen dürfen. Bis dann, macht's gut. Ciao.